Das schneide ich mir daheim aus meinem eigenen Bettlaken, Alter. Dann habe ich sogar noch Pokémon-Muster drauf, Alter. Das, sowas ist geil. Back am Start zu einem bombastischen Video auf dem VP Clan Channel. Doch bevor es losgeht, ich habe in diesem Commentary aus Versehen oft das Wort schwul benutzt, um etwas herabzustellen. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe nichts gegen Schwule. Falls jemand von euch schwul ist, kann er das von mir aus auch gerne bleiben. Es ist jedem seine Sache, wo er gerne reinfickt. Nein, Spaß, auf was er halt steht. Und an der Stelle sage ich, yo. Fürs heutige Commentary habe ich für euch eingepackt den Unterschied oder beziehungsweise die Gleichheit schon fast zwischen dem Style der Jungs und der Mädchen heutzutage. Bei mir ist es noch einigermaßen anders. Mich müsst ihr euch so vorstellen wie so ein Ghetto-Jungen von Dorf halt einfach. Bisschen Jogginghosen-Lifestyle, meine Nikes halt. Meine Nikes sind immer frisch poliert und so. Das muss bei mir echt sein. Halt, die Schuhe, die müssen sauber sein und fresh. Aber ansonsten müsst ihr euch vorstellen wie so ein Mongo halt mit Snapback, Pullis zum Aufplustern. Und Jogginghosen-Lifestyle. Viel mehr gibt's da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Und wenn ich dann als kleiner Dorfspasti dann mal in die große Stadt gehe, Nürnberg, München oder so, kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Ja, ich gehe mal nach draußen, falls der ein oder andere jetzt schon wieder fragen will. Ich gehe auch mal nach draußen. Und wenn ich dann in die Großstadt will, bisschen shoppen, bisschen, ja, bisschen shoppen, dann fällt mir doch auf, wenn ich den ersten Schritt in die Shoppingmeile setze. Oh mein Gott, sind da viele Wichser unterwegs! Diese ganzen Scheiß-Hipster, Alter, ohne Witz, wer kommt denn auf diese Kacke? Am meisten regt mich immer diese Oversize-Scheiße auf. Alter, Leute, leidet ihr irgendwie zu 55% von der Geschmacksverirrung? Das ist doch nicht euer Scheiß-Ernst, dass ihr denkt, das ist geil, wenn ihr so ein Bettlaken anzieht, was bis zu den Knöcheln unten geht, wo Brooklyn draufsteht oder sowas, Alter. Ey, ohne Scheiß, Mann. Und vor allem, ihr gebt dann noch so 50, 60, 70 Euro dafür aus, Alter. Das schneide ich mir daheim aus meinem eigenen Bettlaken, Alter, da habe ich sogar noch Pokémon-Muster drauf, Alter. Das, sowas ist geil, ja, aber nicht eure Scheiße da. Ich habe noch nie so viele Hipster gesehen wie bei uns in den Großstädten, Alter. Das ist so abnormal. Da müsste man echt mal langsam mit Ausrottung durchführen, Alter. Aber das reden wir am besten beim nächsten Mal. Dann der nächste Punkt. Sind diese schwulen Leggings. Bei Mädchen sind Leggings das Geilste, was es gibt. Aber warum meinen die Jungs dann, wenn sie auch Leggings anziehen, das ist auch geil? Leute, das ist schwul as fuck. Das kann Enlin vielleicht machen, ja? Aber doch nicht irgendwie so Leute, die cool aussehen wollen. Ich meine, wer kommt denn auf sowas? Leggings für Jungs? Es ist die eine Sache, dass ein richtiger Idiot muss das gewesen sein, darauf kommt, Leggings für Jungs herzustellen. Aber die andere Seite sind die Vollidioten, die denken, das würde geil aussehen und es dann auch noch kaufen. Und anziehen. Und sich damit geil fühlen. Leute. Nein. Einfach nein. Das ist so schwul. Vor allem diese ganzen Hipster sind eh mittlerweile so übertrieben, Alter. Als nächstes haben wir die Schuhe. Ja, wie schon gesagt, bei mir sind auch meine Nikes, meine Jordans am Start. Ich habe auch gar nichts dagegen einzuwenden, wenn die Schuhe bequem sind und geil aussehen. Da ist mir scheißegal, ob ihr jetzt 10 Euro Schuhe habt oder 300 Euro Schuhe. Wenn ihr euch darin wohlfühlt, dann ist es eure Sache. Wenn ich jetzt irgendwas sage gegen euren Style, wenn ihr euch damit wohlfühlt oder so, dann behaltet es bei, wollte ich allgemein nochmal sagen. Ich will jetzt niemanden damit runtermachen, aber ich wollte einfach mal meine offene Meinung dazu sagen. Dann die Schuhe. Ich habe auch meine Jordans, meine normalen Nikes, alles. Aber wenn ich dann Leute rumlaufen sehe, ne? Das geht jetzt speziell an die Leute mit den Flysteppern. Ihr kleinen, dummen Mongos. Diese Flystepper sind die hässlichsten Schuhe, die Nike jemals produziert hat. Und ich glaube, die sind, aber weil die ganzen Hipster sie kaufen, mit welche, die wo am meisten verkauft wurden bis jetzt. Ohne Witz. Diese Schuhe sind so teuer, also halt nicht so teuer, aber halt schon in einem gewissen Maß, dass das einfach für die Hässlichkeit, die wo die Schuhe beinhalten, einfach viel zu viel ist. Leute, das sind die hässlichsten Schuhe, die es jemals gegeben hat von Nike. Und ihr kauft die, weil ihr denkt, oh, ich bin ja so ein geiler Hipster, oh, ApoRed und so.
Ja, Mann, die brauche ich unbedingt. ApoRed ist der Oberhipster. Nein, Spaß, ApoRed hat eigentlich einen ganz akzeptablen Style, wenn er noch Lederjacke und so anhat. Aber wenn er Oversize-Sachen anzieht, dann ist er auch teilweise schwul. Spaß. Und wenn ich dann auch noch Leute rumlaufen sehe, also die Flystepper sind die eine Sache, die wo ich nicht verstehe. Aber Leute mit so Schuhen, die wo aussehen wie frisch aus der Frauenabteilung. Warum? Alter, ihr zieht die an und guckt doch mal mindestens einmal in den Spiegel, wenn ihr rausgeht. Euch muss es doch selber mal auffallen, dass es scheiße aussieht, oder? Das, wenn die Schuhe so aussehen wie komplette Mädchenschuhe und die laufen damit rum, Alter, yeah, man, Snapback, Oversize-Sachen, Jungs-Leggings, Alter, und dann noch so schwule Flystepper, das ist der Style von den, von allen Hipstern aus der Stadt und was weiß ich was. Und schreibt mir am besten in die Kommentare, ob's denn, falls einer von euch im Norden ist, ob es denn da auch so ist oder ob es da noch einigermaßen ertragbar ist, weil ich kann es ja nicht sagen. Ich war noch nicht so oft im Norden oben und da, wo ich oben war, ja, da, wo, zu der Zeit, wo ich oben war, war das noch nicht so gängig mit den Hipstern, aber ja, im nächsten Commentary, denke ich mal, reden wir darüber, wie wir die ganzen Wichser ausrotten können. Und ansonsten sage ich, bewerten und kommentieren, bei mir und dem Gameplayer-Spieler vorbeigucken und haut da rein. Jo, was geht euer Asi?